Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aller Lob mit Liebe und Verehrung gebührt Allah, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher, Halter des gesamten Universums und aller Lebewesen. Wassalatu wassalam ala Rasulillah und Friede und Segen sei mit dem Gesandten Allahs. Das Thema von heute ist: Darf eine Jungfrau einen Mann mit sexueller Erfahrung heiraten? Darf eine Jungfrau einen Mann mit sexueller Erfahrung heiraten? Ich habe dieses Thema erwähnt, um wie mit einem Hammer in die kranken Vorstellungen vieler Muslime reinzuschlagen, bei denen es ein Kavaliersdelikt ist, dass der Sohn durch die Diskos tanzt, sogar mit der Freundin nach Hause kommt, unzüchtig lebt, ins Bordell geht, und ist alles nicht so schlimm, der muss sich ja die Hörner abstoßen. Und wo die Tochter im schlimmsten Fall mit einem Ehrenmord, mit einem sogenannten Ehrenmord, der aber kein Ehrenmord ist, sondern der ein Schandheitsmord ist. Und die größte Schande ist, liegt auf den Leuten, die so eine Schandtat begehen. Und nicht auf der Tochter, denn jemanden umzubringen ist schlimmer als Sinner zu begehen. Oder jemanden zu heiraten, mit dem die Familie aus irgendwelchen schwachsinnigen Gründen nicht einverstanden ist. Ja, diese Sache möchte ich reinschlagen mit einem schönen Ei vom Koran, damit wir irgendwann mal wach werden. Denn wir können nur aus dieser Situation rauskommen, wenn wir wach werden und zurückkehren zu Koran und Sunna. Erstens, darf eine Jungfrau einen Mann heiraten, der sexuelle Erfahrung hat? Wenn der Mann sexuelle Erfahrung hat, weil er verheiratet war und beispielsweise verwitwet ist oder geschieden ist, selbstverständlich darf sie ihn heiraten. Wenn, und dann spielt es keine Rolle, ob die Frau eine Jungfrau ist oder ob die Frau selber verwitwet oder verheiratet ist. Wenn die Frau allerdings ja eine keusche Frau ist, entweder weil sie sexuelle Beziehungen nur in einer Ehe gehabt hat, oder weil sie noch Jungfrau ist, dann darf sie keinen Mann heiraten, der unzüchtig ist. Und genauso ist es andersrum. Ein keuscher Mann darf keine unzüchtige Frau heiraten und eine keusche Frau darf keinen unzüchtigen Mann heiraten. Ganz klar, ist nicht erlaubt. Allah sagt im Koran, also 24 Vers 2, Vers 3, ein Unzuchttreiber heiratet keine andere als eine Frau, die Unzucht begeht, oder eine Götzendienerin, und eine Unzuchttreiberin heiratet kein anderer als ein Mann, der Unzucht begeht, oder ein Götzendiener. Den Gläubigen ist dies verboten. Das ist ganz klar verboten. Ist es nicht komisch? Wir haben immer mit Heirat zu tun, aber dass das nie erwähnt wird. Ausnahme ist derjenige, bei dem Tauba offensichtlich ist, der seine Tauba öffentlich zeigt. Ja, wir wissen zum Beispiel jemand, der hat vor Jahren eine Freundin gehabt oder von mir aus auch vor einem Monat und er hat Tauba gemacht und er sagt, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben und die Tauba zeige ich und deswegen möchte ich jetzt heiraten, sowohl bei Mann als auch bei Frau, so spielt das hier keine Rolle. Aber ansonsten ist das nicht erlaubt. Das heißt, man muss Tauba machen von dieser Sünde, um eine keusche Frau heiraten zu dürfen. Man muss Tauba machen von dieser Sünde, um einen keuschen Mann heiraten zu dürfen. Akulu qawli hadha wa astaghfiru la li wa lakum wa lisa'il muslimin subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.